Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute geht's mal wieder in die Almbachklamm. Ich sage mal wieder, weil wir eigentlich jedes Jahr dahin fahren. Wir sind da selbst schon mit Verwandten gewesen und haben die denen immer wieder präsentiert. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Almbachklamm meiner Meinung nach eine der schönsten Klammen überhaupt ist. Also nicht nur bei uns in der Gegend oder in Bayern, sondern von allem, was wir gesehen haben. Und wir haben in Österreich, wir haben in der Schweiz, wir haben in Deutschland sehr viele Klammen gesehen. Die Almbachklamm sticht halt einfach heraus. Zum einen durch die ja sehr gepflegten Wanderwege, die dort sind. Die werden also, es müssen halt Eintrittsgelder gezahlt werden, die halten sich aber im Rahmen. Und dadurch werden halt diese Wege und Brücken instand gehalten. Und apropos Brücken, es gibt in der Almbachklamm 29 Brücken, die überquert werden müssen. Das heißt, man geht da schon eine ganze Strecke und es sind halt zahlreiche Brücken zu überqueren. Und wie man jetzt hier sehen kann, es gibt natürlich sehr viele kleine Wasserfälle zu sehen. Es gibt sehr große Wasserfälle zu sehen. Es gibt sehr viele Wasserspiele zu sehen. Man geht halt sehr nah unten am Wasser vorbei, wo man also quasi direkt zum Wasser auch hin kann oder auch ins Wasser reingehen kann. Und es gibt Streckenabschnitte, da ist man halt deutlich über der Klamm, wo man also von oben herunterschaut. Und das ist schon ein ganzes Stück, ich werde das später nochmal zeigen. Aber wie gesagt, es ist halt diese Vielfalt, diese Abwechslung, die uns da immer wieder begeistert. Und wir waren jetzt im Mai dort. Das Wetter hat wunderbar mitgespielt. An ultra heißen Tagen würde ich nicht unbedingt durch die Klamm gehen wollen. Also jetzt, was weiß ich, so Juni, Juli, August herum, wo es halt wirklich sehr, sehr warm wird. Denn auch wenn in der Klamm sehr viel Wasser ist, es gibt halt nicht viele Schattenbereiche. Also das ist jetzt nicht so, als wenn man durch den Wald geht, sondern man macht da eine ja, kleine Bergbesteigung, sage ich mal, wo halt die ganze Zeit die Sonne auf einen herunterbrezelt. Dessen sollte man sich im Klaren sein. Deswegen vielleicht so Mai, ja vielleicht noch Anfang Juni, wo es sehr interessant ist. Oder eben nach hinten raus, September, Oktober. Über den Winter ist die Klamm natürlich geschlossen. Es wäre viel zu gefährlich, da im Winter herzugehen, weil sich zum einen Schnee und Eis auf den ganzen Wegen bildet. Es kann Geröll herunterfallen. Das mit dem Geröll ist natürlich auch im Sommer eine Gefahr. Also man muss halt immer darauf achten, wo man hergeht. Und wenn man irgendwie einen lauten Knall hört oder irgendwie, dass man hört, da oben passiert etwas, dann auf jeden Fall Deckung suchen. Denn das sollte einem klar sein, man ist da schon in leicht alpinem Gelände unterwegs, wo halt jederzeit etwas herunterfallen kann. Und, Entschuldigung, und es sind halt tatsächlich auch schon Menschen ums Leben gekommen. Jetzt nicht in der Almbachklamm in jüngerer Zeit, beispielsweise aber in der Höllentalklamm, da wurde jemand von einem Felsschlag erschlagen. Das sind also Gefahren, die durchaus passieren können. Und hier bei der Almbachklamm ist es so, die wurde früher dazu genutzt, die Bäume, die von den Holzfällern oben in den höheren Geländen gefällt wurden, über den Wasserweg nach unten zu transportieren. Jetzt kann man sehr gut sehen, dass jetzt hier in den Bächen sehr wenig Wasser drin ist. Und deshalb hatte man oben am Ende der Almbachklamm eine, Talsperre eingebaut, eine Klause, die Theresienklause. Die wurde halt geschlossen, bis dass ein bestimmter Wasserspiegel erreicht wurde. Ich glaube, es waren 15.000 Kubikmeter Wasser. Und wenn dann die Holzfälle alle vor der Klause lagen, wurde diese halt geöffnet, sodass das Holz heruntergetrieben wurde. Ja, und zur Entstehungsgeschichte der Almbachklamm. Bei vielen Klammen ist es so, dass die sich halt in der Zeit gebildet haben, wo sich die Eiszeit quasi zurückgebildet hat. Das heißt, die Gletscher sind dann durch das Tal gewandert und haben dabei tiefe Furchen in das Tal hineingerissen. So ist beispielsweise der Chiemsee entstanden. Der Chiemsee ist also tatsächlich ein Nachbleibsel dieser Eiszeit oder auch viele andere Seen, die man kennt. Oder aber es war halt so, dass schon immer ein kleiner Bach da entlang geflossen ist, der sich halt über die Jahrmillionen von Jahren in diese Schlucht hineingefressen hat.
So viel zur Entstehungsgeschichte. Das heißt also, wenn man durch diese Klamm geht, sieht man nicht nur diese interessanten Wasserspiele, wie jetzt hier beispielsweise diesen kleinen Wasserfall, sondern man kann sich auch gerne mal diese Erdschichten anschauen, weil man halt anhand dieser Erdschichten ja die verschiedenen Jahrtausende, Jahrmillionen erkennen kann, die halt zurückliegen in der Zeit, wo das Ganze gebildet wurde. Was natürlich auch sehr, sehr schön ist, ist halt, dass das Wasser, was da fließt, direkt aus den Bergen kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Trinkwasserqualität hat, weil ich es nicht überprüft habe. Ich könnte das auch nicht überprüfen. Ich habe darüber auch nichts gelesen. Aber in der Regel ist es so, dass man das Wasser trinken könnte. Wie zum Beispiel hier aus diesem kleinen Fall. Da habe ich schon mehrmals draus getrunken. Ich weiß es, ich habe es überlebt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass man generell das Wasser da trinken könnte, wovon ich allerdings ausgehe. Deswegen, ich möchte das ganz vorsichtig sagen, nicht, dass da jemand von trinkt, Magenschmerzen bekommt und mich dann verklagt. Dann, wie gesagt, es gibt halt sehr viele Brücken und jetzt gleich kommt hier so ein kleiner Tunnelabschnitt. Das heißt, die Holzfäller, die damals die Bäume gefällt haben, die mussten ja auch in das höhere Gelände hochkommen. Und da halt der Bergweg nicht immer der einfachste Weg war, hat man halt Tunnel geschlagen. In der Almbachklamm selber gibt es jetzt nur diesen einen Tunnel. Beispielsweise in der Höllentalklamm in der Nähe der Zugspitze von Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es deutlich mehr dieser Höhlengänge. Übrigens auch eine sehr empfehlenswerte Klamm. Ich schaue, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal hinfahren und ich dazu ein Video erstelle, weil die ist ebenfalls traumhaft. Da ist es wirklich so, dass das Wasser zum einen in gigantischen Massen darunter stürzt, also das sind wirklich kubikmeterweise fließt das Wasser da herunter pro Sekunde, und es sind halt viel wildere Wasserfälle als wir jetzt hier zu sehen. Aber der Weg an sich, der ist halt zum einen zur Klamm hoch, die liegt oben in den Bergen, ist zum einen sehr anstrengend, und der eigentliche Weg durch die Klamm, ja, da finde ich hier die Almbachklamm tatsächlich schöner, eben weil sie viel abwechslungsreicher ist. Wie jetzt zum Beispiel hier, es gibt immer wieder mal kleine Abzweigungen, wo man etwas in den Wald hineingehen kann. Und dann sieht man plötzlich so einen kleinen Elfenwasserfall. Und auch das ist natürlich immer wieder schön. Und man hat halt den Vorteil, dass man bei solchen Wegen wie jetzt hier, da könnte man auch mal die Kinder mitnehmen. Generell ist es so, natürlich sind da sehr viele Kinder immer unterwegs, die toben da wild umher. Mir wird da manchmal schon etwas Angst und Bange, weil es halt einige Abschnitte gibt, wo ich mir denke, mein Gott, wenn jetzt da das Kind abrutscht, dann liegt es im Wasser drin und das kann unglaublich schlecht ausgehen. Deswegen, wenn ihr da mit Kindern unterwegs seid, haltet sie entweder an der Hand oder schaut zumindest, dass sie immer in Griffnähe sind, dass ihr immer direkt reagieren könnt. Denn es gibt viele schöne Abschnitte, wo man halt mit den Kindern ans Wasser herangehen kann, wo es nicht so gefährlich ist, wie jetzt zum Beispiel hier. Das ist der größte Wasserfall in der ganzen Almbachklamm. Man kann es auf dem Video etwas schlecht erkennen, aber der kommt wirklich von ganz oben aus den Bergen, fällt er über mehrere Stufen hinunter ins Tal. Und wie gesagt, da kann man mit den Kindern auch ans Wasser herangehen, ohne dass es wirklich großartig gefährlich wäre. Natürlich auch trotzdem immer wieder aufpassen. Und wenn man dann jetzt über diese Brücke geht, dann kommt man sogar sehr nah an eine dieser Fallstufen heran. Die nutzen wir in der Regel immer, um dort unser Päuschen zu machen. Generell ist es tatsächlich so, wir machen unterwegs schon mehrere Päuschen. Aber das ist dann unsere ausgedehnte Pause, weil man sich hier sehr schön hinsetzen kann. Und wir klettern immer diese eine Stufe da hoch, setzen uns dann dahin. Und da haben wir wirklich schon mit nahezu allen Verwandten, die uns hier unten besucht haben in Bayern, haben wir da schon gesessen und unsere Pause gemacht, weil es ist einfach traumhaft. Man sitzt da, das Wasser fällt hinter einem die Stufen herunter. Bei schönem Wetter wird man von vorne also quasi gegrillt. Von hinten hat man halt diese kühle Nasse. Und ja, es ist ein unheimlich schöner Platz. Die Luftqualität dort ist einfach fantastisch. Früher war es so, wir sind meistens nur bis zu diesem Wasserfall gegangen und von dort aus wieder zurück. Das heißt, wenn man hin und zurück geht zum Wasserfall, ist man schon gut 2 Stunden beschäftigt.
irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, Moment, wir haben ja noch gar nicht alle 29 Brücken gesehen, die Klamm muss also wohl noch weitergehen. Und dann sind wir halt vom Wasserfall aus nicht zurückgelaufen, sondern eben weiter der Klamm nachgegangen. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn man denkt, ja okay, da vorne scheint die Klamm jetzt zu Ende zu sein, dann sieht man wieder irgendwas Neues, Beeindruckendes und geht weiter. Und das Spielchen zielt sich immer weiter fort. Also immer wieder, wenn man denkt, okay, das war's jetzt wohl, jetzt können wir uns umdrehen und zurückgehen, geht's noch irgendwie weiter. Ja, und diesen Weg, den sind wir dann halt tatsächlich auch immer weiter gelaufen. Man sieht halt, dass jetzt nicht wirklich viel Wasser in der Klamm war, obwohl Schneeschmelze gewesen ist. Und eigentlich hatte ich mehr Wasser erwartet, aber es hielt sich in Grenzen. Natürlich in der Klamm selber, da staut sich das Wasser so dermaßen, dass halt wirklich richtig schöne Wasserfälle entstehen. Aber umso breiter der Querschnitt dieses Flusses wird, desto mehr verteilt sich das Wasser da natürlich drauf. Und dann sieht das Ganze etwas unspektakulärer aus. Nichtsdestotrotz ist es eine unheimlich tolle Wanderung. Wie gesagt, wenn man da oben steht und man schaut so in diese Schluchten herunter, wie jetzt hier, und gleich im späteren Verlauf wird noch eine etwas tiefere Schlucht kommen. Ja, da wird einem schon manchmal etwas mulmig. Also man sollte da auch schon keine Höhenangst haben. Genau das jetzt hier ist die Schlucht, die ich meinte. Da geht es also wirklich deutlich runter. Ich war der Meinung, dass da früher sogar mal eine Hängebrücke gehangen hat. Ich bin mir also jetzt nicht sicher, ob diese Brücke da neu ist oder ob mir da meine Fantasie einen Streich gespielt hat. Mittlerweile ist auf jeden Fall da eine feste, stabile Brücke verbaut, über die man drüber gehen kann. Zwischendurch gibt es hier noch diese alte Alm zu sehen. Das ist so ein ganz kleiner Lost Place, sage ich mal, weil man im Endeffekt nur in diesen Vorraum hineinkommt. Der zweite Raum ist abgeschlossen. Aber auch das ist mal interessant zu sehen. Und es gibt alte Zeichnungen von der Theresienklause, die jetzt direkt hier nach diesem Haus kommt. Da war diese Alm tatsächlich schon drauf verzeichnet. Also die steht da wahrscheinlich schon seit gut 200 Jahren. Und jetzt geht es halt hier diesen Weg runter. Da ist man an der Theresienklause, was ich vorhin erzählt hatte, wo das Wasser gestaut wurde. Und offiziell wäre die Almbachklamm da auch zu Ende. Das heißt, wenn man bis dahin gegangen ist, hat man alles von der bezahlten Almbachklamm gesehen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich aber auch über diese Theresienklause hinweggehen und dann halt noch weiter diesen Weg langlaufen. Und wir haben es jetzt diesmal wirklich durchgezogen. Wir sind so weit gegangen, wie es für uns möglich war. Im späteren Verlauf war es dann so, dass da wirklich alpines Gelände losging und darauf hatten wir dann keine Lust mehr. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon 2,5 Stunden unterwegs, hatten also ordentlich Meter schon gemacht. Es wurde immer wärmer, da war es jetzt glaube ich so um die 13 Uhr herum und es war uns einfach zu heiß, um da jetzt noch den Berg raufkraxeln zu müssen. Von da aus zurück sind wir dann also auch nochmal so eine Stunde 15 ungefähr gelaufen, aber halt gemütlich und mit Pausen. Ja, so viel zur Almbachklamm. Die liegt übrigens in Marktschellenberg. Das heißt, wenn ihr mal in der Nähe seid von Marktschellenberg oder Ramsau, Berchtesgaden etc., dann solltet ihr einen Abstecher zur Almbachklamm machen. Es lohnt sich. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.